Das Interessante war, also ich hatte, wie gesagt, dieses Material von diesem Kurzfilm, hatte das an die Agentur damals geschickt, also an die Casting-Agentur, und meine Bilder und meine Materialien, die gut waren, die wirklich gut waren. Also sonst hätte ich den Job auch nicht gekriegt. Und ich habe mir aber trotzdem keine riesengroßen Chancen ausgerechnet, ja. Und dann rief mich diese Casting-Agentur an. Das war wie so, es gibt ja so Stories, wo so der Nationaltrainer anruft und denkst, du wirst verarscht. Ja, so beim Fußballer gab es ja auch schon so Stories, da ruft einer an, ja, ich bin der Ja. Hansi Flick und so. Und so, ja, komm, verarscht mich mal nicht. Und so ähnlich war das da auch. Und die hat sich, und die hieß auch, das werde ich nie vergessen, die hieß Vicky Wildman. Das war eine Assistentin. Wiki Wildman, das ist ein toller Vicky Name. Wildman. Und da Das war ist mir ein toller völlig Name. klar, die verarscht mich jetzt, ja. Aber also mit diesem Namen, ja. Und die rief mich an und die sagte nicht, du hast ein Casting, sondern die sagte zu mir, du hast die Rolle. Ah, okay. Und Okay. ich so, ja, alles klar. Wie ist dein Name? Vicky Wildman. Ich begrüße den Schauspieler Werner Dehn in meiner Sendung. Lieber Werner, ich grüße dich. Freue mich, dass du da bist. Hallo, hallo. Hi, freut mich sehr. Hi. Jetzt muss ich sagen, ich habe dich auch lange genug genervt. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, ein halbes Jahr habe ich dir jetzt immer geschrieben und dich gefragt und ob du in meine Sendung kommst. Du warst immer ganz geduldig mit mir. Nee, du warst geduldig mit mir, weil ich habe nämlich sehr viel gearbeitet. Und es war ein bisschen schwierig, mich zu bekommen. Und ich hatte viel Stress gehabt auch und dann auch nicht wirklich jetzt Zeit und Muße, sowas jetzt zu machen. Also ganz entspannt über mich zu reden, über meine Filme oder über meine Dinge, die ich mag. Da war ein ganz anderer Fokus drin. Ich habe für ZDF eine Serie gedreht, danach habe ich das Boot gedreht für Sky und Ah, okay. das war alles sehr anstrengend. Aber danke für die Geduld. Also du hast ja echt, und da kommen wir auch gleich noch zu und so weiter, du hast echt eine Menge gemacht, wirklich eine Menge. Und es ist mir echt, deswegen meine ich auch, es ist mir echt eine Ehre, dass du da bist, weil du bist ja überall sozusagen international. Und jetzt sage ich mal, ohne jetzt, ich hoffe, ich trete in kein Fettnäpfchen, und zwar, wie ich auf dich gekommen bin, war, ich habe mit der Sharon Brauner ein Interview gemacht. Die habe ich übrigens auch, ich glaube, die habe ich noch länger genervt als dich. Ich glaube, ein Jahr oder so. Und die Sharon Brauner hat in einem Film mitgespielt, der heißt Das letzte Mal. An dem hast du auch mitgespielt. So, dann habe ich, als ich die Sendung geschnitten habe, habe ich irgendwie den Trailer, glaube ich, mir angeguckt, habe den mitten in die Sendung reingenommen und dann habe ich dich gesehen und dann habe ich gedacht, Moment mal, das ist doch der Typ aus Triple X. Ja, weil ich bin ein Kind der 90er Jahre, ja, und bin mit diesem Film ja auch groß geworden. Und dann habe ich das recherchiert und so und ich wusste, ich kenne das Gesicht, aber ich. Weiß ich, ich hatte dich nicht so auf dem Schirm. Und dann habe ich dich direkt gefragt. Das war so dieses Ding. Ist das denn so ein bisschen aus der Mottenkiste oder wirst du oft auf diesen Film angesprochen? Auf Triple X meinst du jetzt? Ja, auf Triple X. Wirst du da oft so, oh, jetzt fragen mich schon wieder über Triple X was? Nein, es ist für mich ehrlich gesagt, das ist ein Action-Movie, Ja. aber er hat für damalige Verhältnisse wirklich Maßstäbe gesetzt. Also das Ja. war der erste Ja. Film, der diesen ganzen X-Games-Sachen drauf, Motocross, Snowboarding und alles das, was jetzt die Jugend irgendwie. Das war der erste Film, der es wirklich auch auf die Leinwand gebracht hat. Und da bin ich auch echt stolz darauf und ich werde gerne darauf angesprochen. Okay. Und ja, wirklich. Also da bin ich wirklich stolz drauf. Das ist ein Meilenstein. Das ist einer der wichtigsten Actionfilme der letzten 30, 40 Jahre weltweit. Und ich habe da eine schöne, große, tolle Rolle drin und bin da sehr stolz drauf. Also werde auch gerne darauf angesprochen. Überhaupt kein Problem mehr. Es war für mich ein absoluter Meilenstein, auch für meine Karriere. Es hat mir so viele Türen geöffnet. Ohne Triple X würde ich, weiß ich nicht, ob ich viel international arbeiten würde. Okay. Vielleicht ja, man weiß es nicht, aber vielleicht auch nicht.
So, da wäre ich wahrscheinlich auf Deutschland wie viele andere Kollegen beschränkt, aber das hat mir die Türen geöffnet, auch für internationale Agenturen, für internationale Castings und so weiter. Entschuldigung, kein Kloß im Hals. Ja, also insofern absolut happy damit, ja. Okay, und ich brauche also nicht hinterm Dings damit halten, sozusagen. Kann dich einfach fragen. Aber ich kenne das, Ja, klar. ich hatte mal den Götz Otto in meiner Sendung. Ja. Und ich kenne ihn so ein bisschen, er hat auch mal in einem Kurzfilm ganz vor langer Zeit bei mir mitgespielt und der mag das gar nicht, wenn man über James Bond spricht. Ja? So, immer dieses, weil der hat doch mal in Tomorrow Never Dies hat er mal mitgespielt. Das muss ich weiß, das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Und er Also, sagt, und dann über, ja, nicht Don't mention James Bond, ja. nein. Jetzt muss ich sagen, du kommst ja ursprünglich aus Worms, ja. Genau, da ist Und er. ich sitze hier in Darmstadt. Das heißt, wir sind eigentlich, vielleicht sind wir uns schon mal begegnet. Du Vor langer wirst Zeit. lachen. Darmstadt hat eine ganz große Rolle für mich gespielt, dass ich überhaupt Schauspieler geworden bin. Ach, tatsächlich. Warum? Warum? Ja. Erzähle ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich bin ein gebürtiger Wormser und hatte mit der Schauspielerei als Jugendlicher gar nicht so viel im Sinn. Das heißt, ich hatte doch viel im Sinn, aber es war für mich ein ferner Traum, weil es war eine kleine Stadt. Du konntest da nicht irgendwie eine Schauspielschule, die gab es dann in, keine Ahnung, in Berlin, München, Hannover. Und ich war auch ehrlich gesagt auch nicht so der intellektuellen Typ. Ich war ein wilder Vogel. Ich war aber im Boxclub, ich war bei der TG Worms, ich hatte ganz andere Buddies. Und das war damals in der Zeit, die Leute, die Theater und intellektuell, ich komme zwar aus dem Bildungsbürgerhaus, also mein Vater war Schulrektor, Deutsch, Geschichte. Aber ich bin in eine ganz andere Richtung. Ich war ein Rebell. Ja, ich bin aus Schulen rausgeflogen. Ich habe mich geprügelt. Ich war im Boxclub. Und also das war, und in diese intellektuellen Schiene, ich habe die alle ausgelacht, sage ich mal. Ja, ich sage das mal ganz unprätentiös, das ist ja prätentiös, nein, prätentiös sage ich. Ich hatte die gleichen Fähigkeiten, aber ich habe diese Attitude nicht gemocht. Dieses hinter sich hinter Büchern verkriechen, also was, das hat sich ja alles geändert heutzutage. Aber damals war das so. Und diese Attitude des Intellektuellen und bla, man muss dann erst mal Goethe, ich kannte das alles, ja. Ich habe mit 6, 7 Jahren schon wirkliche Bücher, echte Bücher gelesen von meinem Vater aus. Und da musste ich mich in so eine Attitude. Egal. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte eine Freundin gehabt, die war Tänzerin, die war und zwar am Staatstheater in Darmstadt. Und die hat mich mitgenommen, immer in die ganzen Vorstellungen, Theater und hat mich dann auch mitgenommen in die Kantine auch, also zu den Schauspielern, zu den Tänzern und so weiter. Und da habe ich so ein bisschen die Scheu überwunden für mich. Ich war 20 oder 21 war ich da. Und da habe ich diese Scheu überwunden, diesen Schritt zu gehen, mich dieser Welt zu öffnen. Und sie hat mir tatsächlich dann auch, sie hat mich angestoßen, die Mario, die Tänzerin, dass ich Schauspieler werden soll, weil das wäre ganz klar mein Ding. Und ich sollte jetzt keine Scheu dafür haben und ich müsste erstmal auf eine Schauspielschule gehen. Und sie hat mir wirklich, und ohne das Darmstadt, ich habe mit ihr auch dann so ein bisschen zusammengewohnt, auch in Darmstadt, bin ein bisschen gependelt auch. Und genau, und dann, das war für mich wirklich ein Anstoß. Und dann habe ich also ganz bewusst auch, habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und ich habe auch gespürt, auch im Kontakt mit den Schauspielern. Sebastian Koch war übrigens damals als Jungschauspieler in Darmstadt. Ja, ich weiß. Und, ja, und hat da schon schöne Rollen gespielt. Und genau, und dann hatte ich so, dann habe ich mir so überlegt, okay, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich einfach nach Berlin gezogen und bin hier auf eine Schauspielschule gegangen und so wurde ich Schauspieler. Also Darmstadt war für mich, ich habe das heute noch alles im Sinn, diese Fußgängerzone, den Weg da links ab, dieses kleine Sträßchen zum Theater und ja. Ja, also es ist nicht die schönste Stadt der Welt, aber sie ist ja doch es kommen immer wieder, aber bedeutsamer als man denkt, wenn man jetzt immer wieder auch Leute trifft, wie du sagst, auch Sebastian Koch oder so, der ist es immer Ja. irgendwie ist dann doch wieder so klein sie ist, so unbekannt sie ist, ja. Ja, witzigerweise bei Sebastian Koch ist die kleine Geschichte da, ich habe im Café gearbeitet hier in Darmstadt und einer meiner Chefs war der beste Freund von Sebastian Koch und deswegen habe ich damals Sebastian Koch kennengelernt, auch für meinen Kurzfilm, den ich damals gemacht habe, aber den hat er dann nicht mitgespielt, da war er schon zu bekannt für, glaube ich, damals. Okay. Ja. Ja.
So, aber hast du dann sozusagen davor, also bevor du sozusagen dann auch dieses Staatstheater und so das kennengelernt hast, dieser Wunsch, weil so, oder du hast gesagt, du hast dich ja, überwunden klar, dazu, du natürlich. hattest aber vorher auch schon den Wunsch irgendwie. Ja, natürlich. Sonst wäre ich auch gar nicht da. So viele Zufälle gibt es ja auch gar nicht. Sonst wäre ich gar nicht in diese Kreise reingekommen, auch mit der Tänzerin und so weiter. Das Ja. war, na klar, ich habe diesen Wunsch sehr früh sogar gehabt. Ich habe diesen Wunsch gehabt, da kann ich mich erinnern, das war vor Pubertät noch. Das war vielleicht so 10, 9, 10, habe ich diese Filme immer geguckt, die mich so fasziniert haben. Ich habe mich teilweise runtergeschlichen ins Fernsehzimmer, nachts oder abends, wenn nachts für mich 10, 11 war, da nachts irgendwie, und habe heimlich Fernsehen geguckt und habe mir die ganzen Ja. Schwarz-Weiß-Filme, die der französischen Filme reingezogen, von Louis Malle und wie sie alle hießen und Godard. Die kamen ja dann irgendwann spät abends, irgendwann auf den Sonntag, und da habe ich mich heimlich runtergeschlichen und habe diese Filme geguckt. Da war ich 9, 10, 11, ja. Okay. Und Und was denkst du, woher das kam? Kam das aus dir selbst raus, dass du diesen Wunsch gehabt hast? Oder hast du jemanden gehabt, der dich da so geprägt oder so nee, es rangeführt kam hat? aus mir selbst heraus. Kam aus dir selbst raus, okay. Ja, ich habe Okay. da keinen niemanden gehabt, also einen Mentor oder so etwas. Es gibt interessanterweise auch in meiner Familie keine Künstler. Das sind alles Lehrer, Pfarrer und Offiziere, waren das alles. Und Also zwar ich, über ja. 200, 300 Jahre zurück. Da gibt es keinen einzigen. Also Ja, es gibt nicht. weil, also ich meinte auch, wie so über, weißt du, dann über Eltern zum Beispiel ist es manchmal so. Ich kenne das zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel eher auch, glaube ich, über, ich war früher relativ, so ein relativer Außenseiter. Ich hatte nicht so viele Freunde und ich glaube, ich habe mich deswegen da so reingeflüchtet. Bei uns in der Familie gab es auch nicht Leute, also meine Familie hat auch keine Filme großartig geguckt, aber es war so ein bisschen Ersatz, weißt du, manchmal hat man irgendwie so, was einen so reintreibt, finde ich, ja. Nee, bei mir war so diese Faszination, ich habe mich identifiziert mit, es gab also zwei, als Junge, ich rede jetzt wirklich als Junge, es gab zwei Leute, mit denen, oder zwei Schauspieler, die, das war Lino Ventura und das war Jean-Paul Belmondo. Mit denen habe ich mich identifiziert. Ich habe diese Filme natürlich alle geguckt, die dann irgendwann als Schwarz-Weiß-Filme irgendwie im Fernsehen liefen. Abends um 11 oder wann auch immer, auch die ganz alten Filme aus den 50ern noch, Der Panther wird gehetzt und wie die alle hießen mit Lino Ventura. Und genau, und da habe ich mich so ein bisschen identifiziert. Und ich, ehrlich gesagt, war ich auch ein bisschen so. Also auch ein bisschen, sage ich mal, ja, ein wilder Vogel auch, ja. Auch mit meinen, ich war früh im Boxclub bei der TG Worms. Die TG Worms übrigens sehr gut, immer noch. Die waren, da gibt es ein Bundesleistungszentrum. Ich habe damals wirklich mit sehr, sehr guten Leuten, mit den Gertl-Brüdern, die waren mehrmals deutscher Meister. Das ist wirklich dann als Zentrum. Also ich war ein wilder Vogel, obwohl Aber ich aus einer ganz anderen Ecke kam. war das von den Filmen, weil du sagst, du jetzt Französisch, jetzt hast du jetzt gesagt, so war das dann auch so wie, also du, ältere Filme hast du gesagt, aber auch so wie Nouvelle Vague, so ein bisschen dieses Rebellentum, also so das, was ja teilweise auch in diesen Filmen vorkam, oder dass diese Filme anders waren als, sagen wir mal. Ja, ich habe natürlich gespürt, dass die anders waren. Klar, du hast natürlich dann auch mal abends mit deinen Eltern irgendwie den Kommissar geguckt oder irgendetwas, da hat sie mir die Füße eingeschlafen. Ja, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja, bin ich regelrecht davor geflüchtet, also auch vom deutschen Fernsehen bin ich regelrecht geflüchtet. Ich habe das gar nicht für ernst genommen. Und für mich war, also das war übrigens auch ein Grund, warum ich so in Anführungszeichen spät als Schauspieler geworden bin, weil ich wollte gar nicht ins deutsche Fernsehen. Das hat mich nicht interessiert. Okay. Das war nicht mein Lebenstraum. Mein Lebenstraum war gewesen, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, die Filme von John Ford, John Huston. Das war mein Lebenstraum, der natürlich unerreichbar war in Worms. Und dann irgendwann habe ich gedacht, naja, okay, bevor du es halt gar nicht machst, ja, musst du ja mal irgendeinen Schritt gehen, dann, okay, dann fängst du halt im deutschen Fernsehen an. Oder zumindest im deutschen Theater erstmal fängst du damit an. Was ich auch gemacht habe, ich habe erstmal Theater gespielt. Ja. Ich hab in einem anderen Interview, man findet leider nicht so viele Interviews von dir, also nicht mit in Bild sozusagen. Vielleicht, wenn man es liest, in Schriftform mag sein, aber im einen hast du gesagt, du hast mal Kaufmann der Grund- und Wohnungswirtschaft. Genau. Da hast du eine Lehre gemacht, gell? Mit Abschluss in Frankfurt oder so an der IHK. Genau. Das war auch die Zeit, wo ich dann in Darmstadt war mit ihr. Ich musste natürlich, ich bin ja, wie gesagt, schon erwähnt, ich bin aus Schulen rausgeflogen und ich musste von meinen Eltern, es war ein sehr bürgerliches Elternhaus, mein Vater hat dann irgendwann gesagt, der Junge, der will nicht studieren, das hat keinen Sinn. Ich sollte eigentlich Rechtsanwalt werden. So, das ist dann meine Schwester geworden. Und der muss arbeiten. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass ich
Künstler, das gab es eben nicht. Kam in seiner Welt nicht vor. So, und dann dachte er, okay, der Junge muss halt arbeiten. Das ist jemand, der arbeiten muss und der will nicht studieren, der will arbeiten. Und dann habe ich eine Lehre gemacht und hatte mir diese Lehrstelle besorgt, sage ich mal, über auch die Connections, hätte ich ja so gar nicht gekriegt als Schulabbrecher. Und dann habe ich diese Lehre einfach gemacht und dann war mir aber auch bewusst, dass ich diese Lehre, dass ich die gut machen muss, ja. Also auch für meine Eltern und überhaupt. Und es war natürlich auch sehr unsicher, diese ganze Nummer mit der Schauspielerei. Ich hatte damals schon vor, das alles hinzuschmeißen und Schauspieler zu werden. Also das war schon relativ klar. Okay. Aber ich wollte diese Lehre, die habe ich durchgezogen und habe sogar noch nebenbei ein Fernstudium gemacht als Fachwirt der Wohnungswirtschaft. Da würde man heute, glaube ich, sagen Bachelor dazu. Das Ganze war ich mit 21. Ja. Ich war der jüngste Fachwirt, also nicht nur dieser Abschluss, ist nicht nur diese Lehre, sondern auch der Fachwirt der Wohnungswirtschaft in Ratingen war das ein Studium, ein richtiges Studium, 3 Jahre gedauert. Hm. Ich war der jüngste in ganz Deutschland, der das abgeschlossen hat. Weil was macht man damit? Wird man Makler oder was macht man dann? Nee, eigentlich ist es Hausverwaltung. Ach, Hausverwaltung. Okay. Hausverwaltung. Gut. Du kannst natürlich auch Makler werden damit, ja klar. Also sowas in der Art, okay. Du bist überqualifiziert. Mit der Ausbildung bist du als Makler völlig überqualifiziert. Okay. Da geht es darum, große Objekte zu verwalten oder große in der Haus, also 1000 Wohnungen zu verwalten, also in der großen Hausverwaltung zu sitzen und das alles zu koordinieren. Das ist eigentlich so die Wohnungswirtschaft, sage ich mal, oder vielleicht Bauvorhaben oder du sitzt jetzt irgendwie bei einer großen Wohnungsbaugesellschaft und planst jetzt irgendwie da ein Hochhaus hinzustellen oder da was hinzustellen. Also für einen Makler bist du überqualifiziert mit der Nummer. Und hätte dich das glücklich gemacht? Nein, oder? Wenn du in dem Beruf gearbeitet hast? Auf gar keinen Fall. Nein. Das war mir völlig klar irgendwie, also dass ich das nicht will. Ich musste da mit 20 irgendwie so diese... Ich habe es halt wie eine Schauspielrolle, die ich da gemacht habe, ja. Aber ich habe es eben einfach durchgezogen, weil aus den zwei Gründen, einmal um die Eltern zufriedenzustellen und zum anderen, man wusste es ja wirklich nicht, ja, ob es das alles erfruchtet mit der Schauspielerei oder nicht. Das Kaufmännisches noch machen können, keine Ahnung, irgendwas wäre mit der Ausbildung, hätte ich alles gekriegt erstmal damals. Ja. Also dann bist du nach Berlin, dann hast du Schauspiel studiert. Genau, ich bin Schauspielschule gegangen und habe das auch vier Jahre durchgezogen. Habe mich dann selber finanziert. Das war auch nicht einfach, muss ich sagen. Mit Jobs halt, habe mich durchgebracht mit Jobs und habe dann diese Schauspielschule 4 Jahre durchgezogen. Und Theater, hast du Theater? Du hast auch mit Theater angefangen, ja? Genau, ich habe diese Schauspielschule hat Wert gelegt, wie das damals so war, Theater. Film ist scheiße, Fernsehen ist nur beschissener. So, und dementsprechend habe ich erstmal Theater gespielt. Ich glaube, zwei Jahre nach der Ausbildung nur Theater gespielt. Ich habe Tourneetheater gemacht, ich war engagiert am BE, hatte ich einen Stückvertrag gehabt, dann gab es so ein Off-Theater, das Stücke-Theater, das war ein sehr gutes Off-Theater damals in Berlin und verschiedene Bühnen, irgendwie Freiburg bin ich mal rumgeturnt für einen Stückvertrag. Also ich habe 2 Jahre Theater gespielt oder 2,5 Jahre so in dem Dreh. Tourneetheater, was sehr hart war, was eine harte Schule war, habe ich auch gemacht und dann war es mir irgendwann too much einfach. Und ich hatte mich wie man als Schauspieler sagt, auch frei gespielt. Ja, du musst erstmal die ganzen Fehler, die du erstmal machst als Schauspieler, die durfte ich da alle machen. Konnte so ein bisschen den Profis oft über die Schulter schauen. Ich habe mit dem Hermann Bayer zum Beispiel, mit dem ich sehr bewundere, mit dem habe ich ein BE ein Stück gemacht. Und also er war der Hauptdarsteller, ich habe eine kleine Rolle. Und dann konnte ich mir viel abschauen. Also bei so einem Topmann wie Hermann Bayer, wie der da stand, wie der geredet hat, wie das für eine Präsenz und für eine Ruhe er hatte. Und also ich konnte mich da, sag mal, so unterm Radar ein bisschen freispielen, was absolut super war. Und dann habe ich mich auch wirklich bewusst auch entschlossen, jetzt mal wirklich Leinwand. Jetzt ist es soweit. Da war ich schon fast 30, da war ich schon 28 oder so. Ja, hattest du das immer so wie im Hinterkopf oder das war immer so das Ziel, dass du gesagt hast, will ich eigentlich ins Kino oder so, ich will nicht Theater machen? Im Endeffekt war Kino. Kino, okay. Ja, das war, was heißt im Plan, das ist so... Ja, so ein Antrieb vielleicht auch, weißt du? Oder das war mein Antrieb, natürlich. Ja. Das lag ja, ich hatte immer den Lino Ventura im Hintergrund. Ja. Mit Jean-Paul Belmondo. Ja. Die beiden waren immer bei mir präsent. Aber es ist natürlich so, wenn man jetzt sich so das vornimmt, dass man...
gibt ja viele, die das auch sicherlich wollen. Und ich habe jetzt gesehen, du hast es vor 96, hast du auch im Fernsehen irgendwie ganz kleine Sachen irgendwie mal eine kleine Rolle gehabt. Mhm. Und dann kam irgendwie Nur aus Liebe. Das ist so der erste Eintrag, den man über dich findet. Nur aus Liebe. Wie kommt denn, also wie passiert das? Wie passiert das, dass man dann auf einmal in so einem Kinofilm drin ist tatsächlich? Das kam tatsächlich auch über meine, über die, ein bisschen zurücklehnen hier. Ja, gerne. Ja, das, wie gesagt, mich begleitet auch so oder begleitete auch so meine rebellische Vergangenheit so ein bisschen und auch die Skills, die ich natürlich auch habe, ja. Also heute mag es ja ein bisschen anders sein, aber für die damaligen Verhältnisse, ich war einfach relativ außergewöhnlich, ja. Ich konnte Boxen auf wirklich hohem Niveau, die ganzen Kampfsportart-Sachen, ich konnte das alles, ja. Like that, ja. Mhm. Und wenn ich dann teilweise, ich sage das jetzt einfach mal so, die Sachen gesehen habe von anderen irgendwie, da habe ich gesagt, Leute, ernsthaft? Ja, mit sowas traut ihr euch vor die Kamera? Ja. Okay. Ja, sorry, ist so, ja. Und deswegen bin ich natürlich auch auf diese Gangsterrollen gekommen. Da war damals der Dennis Satin. Ich hatte den Look dafür, der wollte auch wissen, kannst du wirklich Kickboxen? Da waren ein paar Szenen mit dem Hannes Jennecke, wo man wirklich auch, da muss das Beinchen oben stehen. Und ja, klar konnte ich das, ja. Und da gab Casting und so weiter. Und dann hat er mich. War das wie ein offenes Casting oder hattest du eine Agentur, die das dann? Ich hatte natürlich eine Agentur. Na klar, hast du immer eine Agentur. Auch damals hatte ich eine Agentur. Hm. Der hatte mich aber schon im Auge, der Dennis. Und da gab es aber von, soweit ich weiß, gab es noch einen anderen Favoriten für die Rolle, aber nicht vom Regisseur, von der Produktionsseite. Und er hat gesagt, nein, den will ich haben. Von den Look und den Skills her. Hm. Bedingung war, ich musste mir eine Glatze schneiden lassen. Habe ich natürlich gemacht, ja klar. Hattest du öfter, gell? Das hatte ich danach, ehrlich gesagt. Ich hatte so, das hat gefallen irgendwie, das habe ich so als Look beibehalten. Und dann hat jahrelang hing mir dann irgendwie so an, also die Haare sind jetzt, ist auch nicht mehr so doll die Haare, aber sind noch da. Und dann hing mir das jahrelang an, du hast doch eine Perücke. Nie, ich habe damals nur die Katze schneiden lassen. Okay. Also ist alles echt hier. Ne? Aber sag mal, jetzt, ob es jetzt dieser Nur aus Liebe war, so dieses Kinodebüt oder auch vorher vielleicht schon im Fernsehen oder so, war dann dieses vor der Kamera stehen und so, war das so, wie du dir das vorher auch vorgestellt hattest? Und diese Arbeit an so einem Film, war das so ähnlich? War das was ganz anderes, dass du gedacht, weißt du, das gibt es ja auch manchmal, dass man sowas macht, man möchte es unbedingt und dann kommt man aber damit wie in so eine ganz neue Welt auf einmal rein, die einen so. Aber man merkt trotzdem, man gehört dahin, aber es ist eine ganz neue Erfahrung. Oder warst du so, hast du so gedacht, ja, so habe ich es mir auch vorgestellt? Naja, das kommt drauf an. Das ist teilweise heute noch so. Also du bist manchmal in Produktion, das ist wirklich von Produktion zu Produktion abhängig. Du bist manchmal in Produktionen drin, wo du denkst, was mache ich hier eigentlich? Ja. Okay. Also von dem, was du eigentlich willst, ja. So triff mal deine Marke und sprich mal deinen Text. So, ne? Und dann bist du wieder in Produktionen drin, die dich teilweise schon möglicherweise vielleicht sogar überfordern. Ja, weil da wird so viel von dir gefordert. Ja, es ist produktionsabhängig. Es ist wirklich produktionsabhängig. Interessanterweise, mein allererster, das war auch eine sehr lustige Story, mein allererster Dreh, den ich hatte, also da hatte ich ja schon Theater gespielt und so weiter, aber mein erster Dreh, den ich hatte, war Berlin Break. Mhm. Berlin Break war eine Serie mit Hildegard Knef und John Hillerman. John Hillerman war der von Magnum. Ja. Magnum, genau. Ja. Und da haben ganz viele Deutsche damals die jetzt Stars sind. Martina Gedeck hat mitgespielt und die Andrea Sawatzki hat mitgespielt und über so mehrere Folgen. So. Das war meine erste Rolle, die ich hatte. Und jetzt pass auf, der erste Drehtag, den ich hatte, das war der allererste Drehtag, den ich als Schauspieler hatte. Ja. Ich war ein russischer Agent. Über mehrere Folgen war das dann. Ich glaube, drei Folgen oder irgendwie, keine Ahnung. Und in der ersten Folge wurde auch am ersten Drehtag, wurde nicht chronologisch gedreht, sondern quasi mein Ende schon gedreht. Und ich wurde erschossen. Mhm. Da wurde ich folgendermaßen erschossen. Es gab einen Gefangenenaustausch auf der Kliniker Brücke. Mir gegenüber kam ein amerikanischer Agent, ich als russischer Agent, wir wurden ausgetauscht. Und dann gab es eine Schießerei, ich wurde getroffen. Und dann haben mich natürlich
fragte, kannst du das alles und so? Ja klar, natürlich kann ich das alles aus vollem Lauf hinfallen, also wirklich aus dem Vollsprint und sich fallen lassen, überdrehen. So, ja klar, kann ich das, ne? Logisch, kriegst ein paar Pets hier rein und so. Und will jetzt nicht sagen, wer den Fehler gemacht hat. Auf jeden Fall war es, du wirst ja verpackt mit Pads auch so. Und der Schulterpad, der war aus Plastik. Das macht man natürlich nicht, ja, weil der kann sich verkanten, ja, so. Und also kurzum, long story short erzählt, ich bin erschossen worden und bin hingefallen und dieses Ding hat sich bei mir in der Schulter verdreht. Ich habe einen Doppelbänderriss gehabt. Ach du Scheiße, okay. Aber jetzt kommt's, Ich habe keinem was davon erzählt. Oh, okay. Weil ich dachte, das ist mein erster Drehtag, überhaupt als Schauspieler. Jetzt ist so eine Scheiße passiert hier, ja. Und da habe ich mich durch diesen Dreh gequält mit einem doppelten Bänderriss und keiner wusste da was davon. Oh, oh, oh. Und du hast es durchgehalten, oder? Ich habe das durchgehalten, na klar. Ich habe mir Ibuprofen reingehämmert und hatte immer Eisbeutel dabei. Du Heiliger. Wie lange ging das denn dann noch? Das ging nur ein paar Wochen. Ja, das ging ein paar Wochen. Das waren etliche Drehtage, ja. Ach, du bist jetzt echt, immer mal mit einer Pause dazwischen, dass ich ein bisschen zum Arzt gerannt, dann haben wir eine Spritze geben lassen. Wahnsinn. Hier Wahnsinn. Da, nee, rechts war es. Da habe ich heute noch teilweise Probleme damit, weil ich jetzt eigentlich operieren lassen müssen. Da hätte man eigentlich diesen, weil ich ja auch sehr aktiv bin. Also das ist dann nie so richtig verheilt. Also ich habe heute noch Teil. Bankdrücken zum Beispiel kann ich seit der Zeit nicht mehr schwer machen. Okay, also so ein bisschen dann doch etwas, was dich im Grunde ja auch wie erinnert daran. Das erinnert mich immer wieder, ist alles okay. Ich kann immer noch Bankdrücken mit 70, 80 Kilo machen, aber so 120 Kilo seit der Zeit ist nicht mehr drin. Da ist die Schulter instabil. Ja, war mein erster Drehtag, war natürlich super, dann dachte ich mir. Wahnsinn, das ist eine Geschichte. Ja, klar. Action kann alles, ja, bumm, doppelter Bänderriss, ja. Toll. Ja, auch im Grunde, du machst deine Stunts selber, ja, machst deine Stunts ja auch, ja. Aber was ich auch meinte, ist natürlich so ein bisschen mit diesem... aber es war ja. Jetzt, ich muss mich aber jetzt auch mit Schutz nehmen, es war kein Fehler von mir mit hinfallen oder so. Dieser Pad, ich weiß ja nicht, wie man Pads anbringt, ja, wie du meinst, so. Und der war falsch angebracht. Beziehungsweise du darfst da an der Schulter, die beweglich ist, kannst du kein Plastik anbringen. Jetzt aber wahrscheinlich heute wird es wahrscheinlich die Produktion verklagen, also nicht du, aber theoretisch, ja, oder? Ja, weil, so. Ja, das werden oh, das kannst du doch nicht machen, du hast Jungschauspieler, aber jetzt machen das klar für die Produktion hier, ne? Aber das ja, ist guter hier. Start, ja. Ja, aber weißt du, was ich auch meinte mit dieser Frage, mit diesem, wie man sich's vorstellt, auch so am Dreh oder so, ich meine auch so ein bisschen, ich glaube, aber vielleicht liegt es auch an meiner Naivität, als ich habe früher Kurzfilme gedreht und ich glaube, als ich meinen ersten Kurzfilm gedreht habe, habe ich immer gedacht, wenn man am Set ist, passiert irgendwas Magisches so irgendwie und es war dann doch mehr so wirklich ein Handwerk, also da war ich noch viel jünger und so, ja, und das hat am Anfang für mich so ein bisschen entzaubert und ich musste mich erst ein bisschen daran gewöhnen, dass es nicht so, die Kamera geht an und Magie, weißt du, so. Das ging dir aber nicht so, sozusagen. Du warst da pragmatischer, bist du da dran gegangen. Es war dir eher klar. Ich habe ja auch Schauspielschule gemacht, 4 Jahre und Theater schon 2. Ich war ja Profi. Schon als ich den ersten Drehtag hatte, war ich jetzt kein Anfänger mehr. Also das war schon gar nicht. Dann nur aus Liebe war, soweit ich mich erinnere, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber war damals ein relativer Erfolg, gell? Das war war ja auch wie so das Action-Kino in Deutschland. Das gab es ja, glaube ich, vorher auch nicht so, gell? Genau, ja. Muss man sagen. Ja. Aber auch so ein ganz wichtiger oder war so einer der ersten Beiträge. Also ich glaube, vorher war es eher so Schimanski oder so, war vielleicht wurde damit, oder irgendwelche Filme mit Götz George wurden damit irgendwie. Ja. Und dann kam aber sowas und dann folgten ja irgendwie daraus ja auch, was weiß ich, im Grunde wie Alarm für Cobra 11, also diese ganzen Serien ja auch irgendwann, diese Action-Serien. Ja. So, haben auch tolle Leute gespielt. Heinz Hönig, das war ja ein Superstar damals. Hannes Wenicke, Katja Riemann, also haben ja tolle Leute mitgespielt. Also. Absolut, absolut. Und dann haben wir, also 96 war das, dann haben wir 2001, habe ich Enemy at the Gates, ja, Duell, Enemy at the Gates. Es ist ja so eine große internationale Produktion gewesen, soweit ich weiß, gell? Das war ja keine amerikanische, sondern so eine großeuropäische, glaube ich, oder? Mit amerikanischen Schauspielern. War das so das erste internationale für dich? Ja, wobei es gab davor etwas, sonst hätte ich diese Rolle gar nicht bekommen. Okay.
Ich habe einen Kurzfilm gedreht, aber einen langen Kurzfilm, der war 25 Minuten, also nicht 10 Minuten oder so. Von Adolfo Bioy Casares war der Autor, wie hieß der nochmal? Jedenfalls, das war mit Brian Cox, der jetzt ein großer Star ist, auch der einen Emmy gewonnen hat, gerade vor einem Jahr. Mit, na, wie heißt diese Serie? Die heißt Succession. mit Succession. Succession heißt die, genau, mit S, ja, Succession. Noch nie gesehen, aber davon schon gehört, ja. Ja, großer Star. Der war aber damals schon ein Star, der Brian Cox. Das Ja. ist ja ein großer, Nö. großer Brite. So, also, das war auch wieder eine interessante Geschichte. Da bin ich im, es war auch völlig neben der Schauspielerei, eigentlich bin im Sportstudio angesprochen worden von dem Regisseur. Und der hatte mich gar nicht, der wusste, dass ich Schauspieler bin und hatte mich gefragt, irgendwie, ja, ob er mir ein paar Tipps, ob ich ein paar Tipps für ihn hätte. Er würde die Hauptdarstellerin suchen und da habe ich gesagt, ja, also ich wüsste dann, hat mir die Story gezeigt und ich habe da auch gar nicht an eine Rolle an mich gedacht irgendwie. Und das war die Nicole Ansari, das ist die Frau von Brian Cox. Okay. Und er fand die super und die hat den Brian auch gleich mitgebracht. Und dann plötzlich irgendwann nach ein paar Wochen kam er an, der Regisseur meinte so, er möchte, dass ich die Rolle spiele, die Okay. Hauptrolle. Aha. So. Und also was heißt, also wir sind drei Figuren, es ist also eine von den drei Hauptrollen. Und also Brian Cox, Nicole Ansari und ich. Und das Ganze war gedacht als Spielfilm, es war nicht als Kurzfilm gedacht. Und dem ist eine Woche, 2 Wochen vorher die Finanzierung weggebrochen. Alles schon ready to go, alles Kamera, alles angemietet, bum, bum, bum. So. Und dann hat er mit dem Restgeld, mit seinem ursprünglichen Startgeld, was er hatte, das waren damals, glaube ich, 100.000 Mark, hat er gesagt, okay, damit da kann ich keinen Film drehen, aber ich kann einen Kurzfilm damit drehen. Dann mache ich zumindest einen Kurzfilm jetzt. Und den haben wir gedreht. Und er ging auf Festivals. Und das ist ganz, ganz tolle Arbeit. Und da hatte ich eine Hauptrolle in Englisch mit Brian Cox. Und das war natürlich Okay. Top-Material. Top. Oh, Und okay. das, mit dem Material habe ich übrigens auch Triple X bekommen. Ja, Okay, okay. das hat Okay. der Rob Cohn hat das gesehen und war also hin und weg auch. Und das war ein richtiger, das war ein toller, anspruchsvoller Film auch. Und wenn du natürlich mit solchen Kollegen arbeitest, mit Brian Cox und auch mit Nicole, das ist natürlich auf absolut hohem Niveau. Also dann weißt du, da hast du die Close-ups und da hast du wirklich diese intensiven Szenen. Und das ist etwas, das sind magische Momente. Das müssen jetzt gar nicht viele Menschen gesehen haben, diesen Film. Wie gesagt, der lief auf Festivals, war auch erfolgreich auf Festivals, aber ein Kurzfilm kriegt ja keine große Audience, ja. Und aber damit, das hat mir sehr viel gebracht. Bin ja heute auch noch dankbar dafür, dass ich das machen durfte. Und es war, wie gesagt, auch eine Hauptrolle mit viel Text und viel, viel Subtext auch und wo du auch wirklich spielen kannst. Und hast dann natürlich so eine Granate wie Brian Cox, der dir, wo du Szenen mit ihm hast. Und ja, klar. Ja, super, super. Und ich meine, du hast ja echt mit unglaublich vielen auch international bekannten oder amerikanischen, deutschen Schauspielern gespielt, ja, das muss man ja auch nochmal sagen, zusätzlich. Was ist denn, wie suchst du dir denn deine Rollen aus heute? Also, oder beziehungsweise deine Drehbücher? Du bekommst ja bestimmt auch eine Menge Drehbücher. Nach was für Kriterien suchst du dir aus? Also, welche, sagst du, okay, es sind gewisse Rollen, die mich interessieren? Oder wie, nach was suchst du? Oder ist es wichtig, wie, was für eine Produktion ist es? Wie groß ist die Produktion? Oder wie Also suchst ich du das mache es ein aus? bisschen, ehrlich gesagt, davon abhängig, wer alles on board ist. Und zwar jetzt nicht unbedingt Schauspielkollegen, sondern wer macht Regie, wer ist die Produktion und natürlich auch, welche Kollegen sind mit an Bord. Also meine Erfahrung ist, gar nicht so sehr auf Drehbücher achten. Du kannst die dollsten Drehbücher bekommen und dann kommt Schrott bei raus. Und du musst gucken, wer macht das. Ja, Okay. wer sind die verantwortlichen Leute? Und wenn das gute Leute sind, kannst du davon ausgehen, dass selbst wenn das Drehbuch jetzt sich jetzt nicht vom Hocker reißt, dass es eine anständige Arbeit wird. Okay. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Also das heißt im Grunde, wenn du eigentlich eher die Produktion nicht kennst und so weiter, würdest du es Dann checke eher. ich das mal so. Ja, aber du weißt ja, wer Regie macht. Du weißt ja, wer Kamera macht. Das sind immer schon mal zwei ganz entscheidende Nummern. Wer macht Regie, wer macht Kamera? Wer produziert? Was hat der vorher schon produziert?
Also wer sind die verantwortlichen Leute? Wer sind auch deine Spielpartner? Wer spielt mit? So, das kriegst du natürlich alles raus irgendwie. Also das heißt, man kriegt dich nicht mit einer besonderen Rolle. Wenn man sagt, ich bin jetzt hier, was weiß ich, mein Debüt oder so, ich habe noch nicht viel gemacht, aber das Drehbuch Es ist kommt so, drauf an. Nee, kommt drauf an. du kannst mich auch mit einer ganz besonderen Rolle bekommen, die mich jetzt wirklich kitzelt. Okay. Ja, das kann auch sein. Ja, Ist das klar. denn, weil du spielst ja oft Bösewichte, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist das auch so jetzt ein Klischee, weil man halt irgendwie die bekannteren Filme irgendwie, die ich jetzt kenne oder so, da hast du meistens Ja. die Bösewichtrolle. Ja. Ist dir das lieber oder ist dir das oder nervt dich das manchmal, dass man letztendlich, weil es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen so ein Schubladending, oder? Dass die sagen, ja. Ja, du, es nervt mich ehrlich gesagt nicht. Nee, ich mache das gerne. Also es gibt so Grenzen irgendwie, die ich auch schon früher hatte, dass ich jetzt sagen würde, habe ich auch schon Sachen abgelehnt, wo ich jetzt sagen würde, ich spiele jetzt keinen Kinderschänder. Oder wo es dann, also wo es dann so ein bisschen Baller-Baller wird. Also da bin ich raus aus der Nummer, ja. Das will ich nicht spielen. Da will ich mich auch nicht reinbegeben von den Gedanken her oder irgendwie so ein Massenmörder oder ein Kannibalen oder sowas. Also da hätte ich jetzt keine Lust drauf oder sowas. Wenn das zu hart ist, Nee, es sozusagen. sei denn, Steven Spielberg kommt mit der Nummer um die Ecke, dann müssen wir vielleicht noch Da überlegen. punktet der Regisseur dann wieder. Dann sagst du, ja, okay. Ja, kein Regisseurpunkt. Ja, nee, oder Okay. du weißt schon, was ich meine. Also es Ja, gibt, na klar. ja, aber an sich, ich versuche auch, das habe ich früher schon immer versucht, in jeder Rolle, ich sehe das gar nicht als böse und als gut. Das Okay. ist das Outcome immer, was böse und was gut ist. Das Outcome ist dann so, ne? Aber du musst ja als Schauspieler sehen, was steht vorher, ja? Und vorher steht eine Geschichte, die ein Mensch hat. So, und wenn die Geschichte dumm läuft, dann wird er wahrscheinlich böse. So. Ich Ja. versuche das von hinten her aufzudröseln. Also sprich, ich gebe dieser Figur, die ich spiele, gebe ich eine Story, die nur ich kenne. Und aufgrund dieser Story wird er dann so. Das heißt ja nicht, dass dieser Mensch an sich böse ist. Geschichte macht ihn, die Lebensgeschichte macht ihn böse. Ja, die Beweggründe. Letzten Endes ist es ja, glaube Genau. ich, eher, man hat ja früher, glaube ich, teilweise mehr dieses Schwarz-Weiß, also dann auch vor der Kamera gehabt, dieses Schwarz-Weiß, und dann hat man ja irgendwann mehr so die ganzen Beweggründe des Bösewichts auch immer in den Vordergrund gestellt. Das hat ihn manchmal besser gemacht, den Bösewicht, als den Protagonisten sozusagen. Aber manchmal, irgendwann haben sie es manchmal auch ein bisschen übertrieben, weil dann natürlich immer, dann gab es keine richtigen Bösewichte mehr, so ein bisschen. Das gab es auch im Kino, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ja. Aber du hast dem Ganzen ja wie schon vorgegriffen, weil du hast das ja für dich, hast du deine Backstory ja dann als Schauspieler Genau. entwickelt, ja, Das sozusagen. muss ja auch keiner wissen von den Zuschauern. Das habe ich für Eben, mich. ja. Ja. Du hast eben gesagt, dieser Kurzfilm sozusagen mit Brian Cox war so ein bisschen Türöffner, auch für Triple X sozusagen. Das kam direkt danach, 2002. Genau. Und auch für Enemy at the Gate, so diese beiden Filme. Genau. Und das war dann eigentlich so, nachdem das abgeschlossen war, konntest du dir einfach mehr aussuchen sozusagen. Oder dann kamen auf einmal die Leute auf dich zu, oder wie kann man Ja, sich also das nach vorstellen? Triple X. Triple X war ein absoluter Game Changer für mich. Ja. Es war nicht Enemy at the Gates, was ich schon dachte irgendwie. Also ich hatte in Enemy at the Gates hatte ich 10 Drehtage, was jetzt auch nicht so wenig ist. Oder Ja. 12 Drehtage, 10, 12 Drehtage. Und es war aber nicht so, als ich den Film dann sah, war ich für mich persönlich enttäuscht. Mit dem Weil Film ich oder mit hatte, deiner Rolle? mit meiner Rolle war ich Mit deiner Rolle, enttäuscht. Ich und okay. der Film war super. Nee, für mich, ich war enttäuscht, weil ich dachte irgendwie, ich bin das erste Mal in so einem großen Film drin und dachte, du hast 10, 12 Drehtage, ich hatte ein paar geile Szenen und das war dann so irgendwie so, es hat sich dann so verspielt irgendwie. Ich war wirklich enttäuscht und dachte, ach du Scheiße, ja. Okay, Und okay, okay. ja, und dann kam aber sehr, sehr schnell kam Triple X um die Ecke und da war genau das Gegenteil der Fall. Der Rob Cohen hat mich total super gefeatured. Ich hatte natürlich eine ganz andere Figur auch jetzt. Ich war eine der zentralen, oder ich war, eine, ich sag, ich höre das heute noch, ja. Ich bin nicht der coolste Typ im Film von den Bösewichten. Ja, ich darf Kette rauchen. Ich habe eine Riesenwumme, so ein Snipergewehr. Ich habe einen an der Klatsche irgendwie mit der Asia Argento, weil ich verknallt bin. Das habe ich mir so ein bisschen gebaut, auch als Story mit dem Regisseur zusammen. Haben wir zusammen gemacht, die Story. Also zusammen haben wir die Rolle gebaut. Gibt es auch ein paar schöne Geschichten, die ich jetzt nicht erzählen darf. Und
Ja, genau. Also, und dann kam, wie gesagt, Triple X war für mich, das war ein absoluter Game Changer. Ich weiß noch genau, dass der George Zack, das war einer der Produzenten, der kam, irgendwann kam er zu mir und meinte dann so: "This film is gonna change everything for you." Ich habe den so angeguckt, ja, komm, erzähl mal keinen Blödsinn, ja, so. So. Und es war aber wirklich so, ja. Du weißt ja im Grunde so wie die rechte Hand des Bösewichts, ja, so kann man Genau, sagen, so, also genau. so und deswegen ja auch War sehr mein stark. Bruder. Wir waren Brüder. Ja, genau, ja. Wir waren Brüder. Ja, das war mein Bruder. Ich war der jüngere Bruder. Ja, und das, und das merkt man in dem, also in dem, ich habe mir tatsächlich gestern diesen Film nochmal angeguckt, ich habe den ewig nicht mehr geschaut und ich habe gedacht, na, wenn du schon jetzt so ein bisschen aus der Mottenkiste und hast so gesagt, ah, Ja. das so darauf gekommen bist, auf den Werner, dann musst du jetzt nochmal diesen Film gucken. Und du kommst da ja schon echt gut raus. Also bist ja auch sehr einprägsam in diesem Film und gefährlich auch, finde ich, Ja. ja, und so weiter. Was hast du denn, als du das erste Mal diese Rolle an oder diesen Film, dieses Filmprojekt angeboten bekommen hast, was hast du gedacht, das wird was Großes? Ja. Das hast du gleich von Anfang an auch gedacht, sozusagen. Du, schau ja, das war damals, wie gesagt, mit den Namen, wer spielt mit, ja. Und Aber Vin Diesel war damals noch nicht so ein Riesen. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, stimmt. Samuel L. Jackson, Entschuldigung, ja, stimmt, Da hast recht. brauchst du nichts mehr zu sagen. Ja, stimmt, hast Wenn recht, ja. Samuel L. Jackson eine der Hauptrollen in dem Film hat, dann muss, glaube ich, mal irgendwie so pssst, Ja, alles. hast recht. Stimmt, stimmt. Ja. Ne? Ja. So, ich weiß es noch wie gestern. Da habe ich einen Anruf bekommen aus England. Das Interessante war, also ich hatte, wie gesagt, dieses Material von diesem Kurzfilm, hatte das an die Agentur damals geschickt, also an die Casting-Agentur, und meine Bilder und meine Materialien, die gut waren, die wirklich gut waren. Also sonst hätte ich den Job auch nicht gekriegt. Und ich habe mir aber trotzdem keine riesengroßen Chancen ausgerechnet. Ja? Und dann rief mich diese Casting-Agentur an. Und es war wie so, es gibt ja so Stories, wo so der Nationaltrainer anruft und denkst, du wirst verarscht. Ja, so beim Fußballer gab es ja auch schon so Stories, da ruft einer an, ja, ich bin der Ja. Hansi Flick und so. Und so, ja, komm, verarscht mich mal nicht. Und so ähnlich war das da auch. Und die hat sich, und die hieß auch, das werde ich nie vergessen, die hieß Vicky Wildman. Das war eine Assistentin. Wiki Wildman, das ist ein toller Vicky Name. Wildman, und da Das war ist mir genau. völlig klar, die verarscht mich jetzt, ja. Also mit diesem Namen, ja. Und die rief mich an und die sagte nicht, du hast ein Casting, sondern die sagte zu mir, du hast die Rolle. Ah, okay. Und Okay. ich so, ja, alles klar, wie ist dein Name? Vicky Wildman. Nicht so, seriously? Und da hat die wirklich so auf mich eingequatscht, so 2, 3 Minuten. Und dann hat sie auch gesagt, du kommst nach Prag, dann und dann, du triffst den Regisseur, Ja. und der will dich natürlich noch kennenlernen vorher, aber im Prinzip hast du die Rolle. So, aber der will dich vorher noch kennenlernen, ob er mit dir kann, also der Rob Cohen. Und dann habe ich das wirklich realisiert, shit, das ist wirklich wahr, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Super. Sehr schön. Und hast du die je wieder getroffen, die Vicky Wildman? Nein, die Nein. habe ich nie getroffen. Also nur telefoniert. Schönen Gruß, falls sie uns zuguckt. So, jetzt muss ich mich fragen, ich habe auf deiner Webseite, ich weiß nicht, ob deine Webseite, weil irgendwie war von den News her, war das nicht mehr so Ah, das aktuell. ist uralt, Uralt. lange nicht mehr gepflegt. Aber du hast da ja am Anfang so stehen, das habe ich mir auch so ein Seit bisschen Jahren nicht mehr rausgeschrieben, gepflegt, ja. in also der Vorseite sozusagen. So ein paar Stichworte, Kraft der Träume, Glaube an die Fantasie, ja. Meine Vita ist nur das Produkt davon, ja. Fantasie ist Leben. Filme mit dieser Kraft haben mich immer vorangetrieben. Das ist das, was da in diesem Vorwort Ja. steht. Es klingt auch, und da hast du natürlich auch so ein paar Filmemacher genannt, die dich wie inspiriert haben, Kurosawa und so weiter, ja. Zum Beispiel, aber was ich auch so darin verstehe, ist das meinst du auch ein bisschen so dieser Glaube an dich selbst oder dieses, dass du dich da auch gesehen hast, wo du heute bist? Ja, ich habe mich von Anfang an da gesehen. Deswegen sage ich ja auch diese Lino Ventura und Belmondo nochmal. Ich habe mich da von Anfang an drin. Das musst du haben, sonst kannst du einpacken, wenn du nach ganz oben willst. Also, was heißt nach ganz oben? Aber ich sag mal so, im Fußball würde ich sagen, ich habe schon Champions League gespielt. Ich habe nicht Bundesliga gespielt, ich habe Champions League gespielt. Ich Ja, habe mit ja. Ronaldo schon gespielt und mit Messi schon. Ist nicht so, dass ich jetzt besser war als die und dass ich jetzt Stammspieler war, aber ich wurde da schon eingewechselt. Also ich habe Champions League gespielt. Und wenn du so hoch greifst, dann musst du das natürlich in dir haben. Und zwar von Anfang an.
Es muss auch wirklich, wirklich in dir drin sein, das kannst du dir auch nicht einreden. Du kannst jetzt nicht irgendwie so, om, 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 ich bin jetzt, das muss in dir drin sein. Kannst du es dir denn ausreden? Also ist es dann auch, gab es Zeiten auch, wo du gedacht hast, vielleicht wird es nichts? Es gab immer mal wieder Zeiten, wo ich gezweifelt habe, natürlich, aber nur gezweifelt habe, ob der Dinge, die um mich herum waren, nicht an mir. Ich dachte mir, die Aussichten sind gerade so schlecht, es kann doch eigentlich gar nichts mehr geben. Aber ich habe nie daran gedacht, dass es an mir liegt. Sondern ich habe gesagt, die Umstände sind, was soll das Scheiße, was soll das überhaupt? Ja, weil, wie, was? Wollt ihr mich verarschen, dass ich da nicht wirklich ran kann? Wie? Also war aber nie der Zweifel an mir selbst. Okay. Und ist es dann immer weiter gegangen für dich, auch positiv sozusagen? Da kamen immer wieder so Stories, wie ich dir auch erzählt habe jetzt. Ja. Also ich habe schon ein paar Stories erzählt, ob das jetzt meine Freundin war, die Tänzerin, ganz am Anfang, die eine entscheidende Rolle hat. Es kam immer wieder eine helfende Hand. Ja, okay. Natürlich. Mhm. Oder der mit dem Rob Cohen zum Beispiel. Wenn der mein Material nicht gesehen hätte, hätte ich diesen Film nicht gekriegt. Das ist bei dir ja auch wirklich tatsächlich, ich habe gestern eine Sendung gemacht mit einem, also der ist öfter mal bei mir, das ist der liebe Hanno, schönen Gruß, der Hanno Friedrich, der ist auch Schauspieler in Deutschland, hat früher mal so eine Sat.1-Serie gemacht, die Sechserpack, ich weiß nicht, ob du die kennst, so eine Comedy-Serie auf Sat.1 und der hat, dem habe ich erzählt, habe gesagt, hier, morgen freue mich schon drauf, bin ganz aufgeregt und so, und dann hat er gesagt, oh, das ist ja sehr sympathisch, dass der Werner den eben Filme macht, aber auch im Fernsehen viel, also Serien und so ein bisschen. Ich glaube, er hat auch damit gemeint, wie, weiß nicht, dir nicht zu schade bist vielleicht dafür oder das so, so. Ja, und bei dir, du hast ja ein riesen Repertoire eigentlich, kann man sagen. Und du bist ja auch einer von wenigen, also glaube ich, wenigen, sage ich mal, deutschen Schauspielern, die auch so international so viel drehen, gell? Kann man sagen, oder? Glaube ich. Ja, also das in der Zwischenzeit sind es einige mehr geworden, aber in meiner Generation bin ich einer der wenigen, das stimmt. Ja. Ja. Denkst du, dass du in Deutschland dafür genug gewürdigt wirst eigentlich? Nein. Ja, gell? Also weil irgendwie habe ich das Gefühl, warum sehe ich dich eigentlich nicht mehr irgendwie irgendwo? Nein, werde ich nicht. Nee. Hat man dich nicht so auf dem Schirm oder was denkst du, an was das liegt? Ich weiß es nicht, ja. Das ist immer so ein bisschen schwieriger, so Bashing zu betreiben. Dann, vielleicht, man hat, also ich habe es ja von meinen Agenturen schon gehört, als ich dann so mit die ersten Sachen gedreht habe, kam immer mal wieder so auf, ja, den können wir uns nicht leisten, der ist zu teuer. Okay. So die Nummer. Ich glaube, dass das lange Zeit mitgespielt hat. Diese haben mich dann irgendwie assoziiert mit Triple X oder mit, ich habe ja noch viele andere Sachen danach gedreht, ja. International. Und teilweise war es auch so, dass ich von meinen Agenturen gehört habe, dass die gar nicht wussten, dass ich in Deutschland verfügbar bin. So. Okay. Dann bin ich aber auch, ich bin zum Beispiel dann auch in der Branche, ich bin auf Ressentiments gestoßen, auch aufgrund dieser Geschichte. So, ja. Also sprich Neid, sagen wir es mal ganz offen. Bin ich auch eine Rolle. Aber gut, jeder hat seine Schwierigkeiten, es ist so, wie es ist. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt komplett ausgeblendet werde, so ist es ja nicht. Ja, ich habe jetzt 4 Jahre fürs ZDF eine Serie gedreht. Es ist ja nicht so, dass ich hier gar nicht, dass ich komplett gedisst werde. Aber ich werde für das, was ich gemacht habe, definitiv, glaube ich, meiner Meinung nach unterm Radar. Ja, das ist so. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich meine, ja auch, also weiß ich, produktionsmäßig oder Kollegen oder so, die das ist vielleicht, das weiß ich ja nicht, weil so, das weißt du besser. Aber ich meine jetzt so auch in der öffentlichen Wahrnehmung, es gibt irgendwelche deutschen Schauspieler oder Schauspielerinnen, die international drehen und die hüppen im Grunde von Sendung zu Sendung, von Talkshow zu Talkshow, weißt du? Und da wird dann gesagt, oh, der war schon in dem, oh, du hast schon mit dem und dem gedreht und ja, so. Ja, ja, ja. Und weißt du, und da habe ich so gedacht, da müsstest du auch hin. Also, ja, ja, so. Ja, ja. Das ja. ist so, ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Vielleicht wärst du dann jetzt nicht bei mir, das kann natürlich auch sein, dass du dann sagen würdest, nee, dann würdest du vielleicht sagen, nee, jetzt da, ich kriege so viele Anfragen jetzt vom Fernsehen, ich gehe nicht in so eine kleine Film-Talkshow. Nein, es kommt immer darauf an, wie mich jemand anspricht. Okay. Also habe ich ganz gut gefragt, ja? Du hast gut gefragt, ja. Also du hast ja eben schon gesagt, du hast auch dann viele, auch andere bekannte internationale Sachen gemacht. Also erstmal hast du auch noch zwei
Projekte Das Leben der Anderen, Die Fälscher. Die Fälscher, ist das eigentlich auch eine deutsche Produktion gewesen oder war das eine? Österreich, gell, war das, ja, genau. Das waren erstmal zwei, die danach gekommen sind. Also erst Das Leben der Anderen, dann Die Genau. Fälscher. Echt? Und das sind ja auch, das ist ja jetzt auch nochmal was anderes, finde ich. Also ich will das nicht, ich will damit Triple X, der einen festen Platz in meinem Herzen hat, nicht runter reduzieren. Ja. Aber die wurden ja sozusagen, also Leben der Anderen, war der nicht Oscar nominiert? Also, auch eine witzige Geschichte. Das Leben der Anderen hat einen Oscar gewonnen. Hat einen Oscar gewonnen, Entschuldigung. Ja, hat einen Oscar Da habe gewonnen. ich Also, mitgespielt. Ein Jahr später habe ich in Die Fälscher mitgespielt. Der hat auch einen Oscar der hat gewonnen. doch auch einen Oscar gewonnen, genau. Ja, das heißt, ich habe mit zwei Filmen hintereinander gespielt, die einen Oscar gewonnen haben. Das ist absolut, ja, unglaublich eigentlich. 1998 oder 6, nee, 97, nee, Quatsch, 2007 und 2008. Genau, war es. 2007 war es Ja. die Leben der Anderen, 2008. Direkt danach, ich dachte schon, okay, ich muss jedes Jahr einen Film mitspielen, jeder gewinnt einen Oscar, kriegst ja so ein Highfly irgendwie. Ja, genau. Und Ja, deswegen ist ja auch, genau, das war ja, deswegen ist ja Donnersmarck, Henkel von Donnersmarck ist ja deswegen eigentlich auch erst richtig berühmt geworden, durch die Decke, genau. gell, gegangen, genau, weil er damals den Oscar gewonnen hat. Und das war immer bester internationaler Film. Ja, bester ausländischer Film. Bester ausländischer Film, genau war das. Ja, Ja. ja. Leben der Anderen hat jeden Filmpreis gewonnen, den du dir vorstellen kannst. Ja, Europäischer Filmpreis, das war deutscher damals ein Filmpreis, Riesending. sämtliche Festivals, überall. Der hat also so viele Preise gewonnen. Es war unglaublich. Ja. Unbelievable. Ja. Hat das dann wieder was sozusagen? War das nochmal wieder ein Türöffner oder? Interessanterweise ja, weil es hat mir dann tatsächlich auch so ein bisschen dann wieder in Deutschland die Türen geöffnet. Ah, okay, Also okay. zwischen 2002 und 2007, 2008, diese Zeitspanne, bin ich kaum gebucht worden. Also nach Triple X. Es war sehr witzig, ja. Allerdings hatte ich meinen Fokus auch nicht wirklich auf Deutschland. Ich habe mir nach Triple X, ich hatte damals mir überlegt, nach Amerika zu gehen. Hatte auch ein Gespräch gehabt, auch mit Agenturen. Ich glaube, bei ICM habe ich ein Gespräch, die hätten mich sogar genommen, ICM, aber nur für Amerika. Dann hätte ich auch ich hätte die Arbeitserlaubnis halt machen müssen und so weiter. Das war ein Riesenschritt auch. Und dann hat mir mein Mentor, das war wirklich der Rob Cohn, also der mich ja auch, von dem ich danach noch gedreht habe, Alex Cross, der hat mir gesagt, Junge, das ist zwar ganz gut und schön jetzt mit Triple X, es kann sogar sein, dass du hier noch ein paar Jobs siehst in Amerika, aber Ja. es ist nur ein Film, den die Amerikaner kennen. Sieh mal zu, dass du noch ein paar andere Sachen machst in Europa. Und zwar nicht deutsche Sachen, sondern internationale Sachen. So, und ganz konkret hat er zu mir gesagt, such dir eine Agentur in England. Das habe ich gemacht. Und ich habe zwischen 2002 und 2007 ziemlich viel in England gearbeitet. Für die BBC habe ich mehrere Sachen gedreht. Und also tolle Sachen, United, über Manchester United, über dieses Flugzeugabsturz habe ich einen Doktor gespielt in München. Dann die 39 Steps, auch einen tollen Zweiteiler für die BBC. Also in dieser Zeit habe ich für die BBC und für englische Sachen, Kinofilme habe ich auch gedreht. Ich war viel in England unterwegs zu der Zeit. Und wie war die Frage, wie kam ich jetzt darauf? Weil ich gesagt habe, wird das eigentlich, hat das dir sozusagen dann auch nochmal mit, du hast gesagt, Genau, und dann kamen eben diese zwei Sachen und dann war ich auch wieder mehr in Deutschland auf dem Schirm. Okay. So, und dann war ich auch wieder ein bisschen offener für Deutschland. So. Okay. Also da, aber sozusagen, also das ist ja auch so ein bisschen diese Frage, wenn man international hat, wird man vielleicht, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auf den Bösewicht reduziert. Ja. Und dann macht man mal das Leben der anderen. Da hast du auch, glaube ich, in Leben der anderen hast du auch, glaube ich, von der Stasi, gell? Von der Hast du, Stasi, so ein ja, hast du auch im Grunde Stasi-Agent. einen Ja. Bösewicht dann doch Ja, gespielt und so. Aber es ist natürlich wieder eine Art, eher ein Arthouse-Film als Triple X. Triple X nicht so genau. der Arthouse-Film, der klassische. Aber das hat sozusagen, hat das dazu geführt, dass du andere Rollen auch angeboten bekommen hast? Oder hat das gar nichts damit zu tun? Du meinst in Deutschland jetzt Ja, oder? generell sozusagen, dass man gesagt hat, ja, vielleicht mal kein Bösewicht zum Beispiel oder so, oder weißt du? Nee, das hatte gar nicht, war kein Unterschied. Nee, Unbedingt. okay. Dann kommt, 2008 kommt Speed Racer, ist, glaube ich, das wurde in Babelsberg gedreht, gell, kann es Das war in sein? Babelsberg gedreht, Ja, ja. genau. Und Operation Valkyrie kommt dann. Ja. Auch im gleichen Jahr übrigens, auch im gleichen Jahr mit Ja. Tom Cruise, auch in Babelsberg gedreht, oder?
Auch in Babelsberg gedreht, ja. In Walküre bist du sogar derjenige, der Tom Cruise erwischt, oder? Bist du nicht derjenige, den? Oder? Genau, richtig. Also ich bin der, das sind ja alles auch historisch relevante Ja, Personen. ja. Der Freiend hieß der Freiend, sagen die Amerikaner. Ja. Das war der Typ, das war dieser Offizier, der die Tasche so platziert hat, zufälligerweise Ja. natürlich, dass die nicht richtig gezündet hat. Das war ein schwerer Eichentisch. Und der Stauffenberg hat die unmittelbar zu Hitler gestellt und der Freiend hat die so ein bisschen zur Seite gestellt, weil sie im Weg stand. Und deswegen hat das Ding auch nicht, hat das Ding Hitler nicht getötet. Und das ist eine zentrale Geschichte auch, also auch in dem Film eine zentrale Geschichte. Und genau, ja. Was ist denn die beeindruckendste Produktion, in der du mitgespielt hast? Ist das zum Beispiel Operation Walküre oder was? Also für mich die zwei wichtigsten Filme oder diese beeindruckendsten Filme sind für mich Triple X und Operation Valkyrie. Die beiden, Die okay. beiden, ja. Also und Walküre auch von der Größe der Produktion oder von der Valkyrie war Professionalität? ganz speziell, weil bei Valkyrie war, also zum einen, da war ja jeder Schauspieler, war ja High-End. Also High-End. Das Beste, Briten, sehr viele Briten haben mitgespielt, was die Briten zu bieten haben, ist da angetanzt, ja, von Kenneth Branagh, Bill Nighy Ja. Kenneth Branagh und wie die alle hießen. Und da war ja jeder ein absoluter, also nicht nur Star, sondern die waren auch wirklich, also das hast du auch gemerkt, das merkst du an der Persönlichkeit auch und wie die Leute auftreten, wie sie spielen. Und Tom Wilkinson zum Beispiel hat mich enorm beeindruckt, auch so einer der auch der Kollegen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, der mich am meisten mit beeindruckt hat. Tom Wilkinson, ein exzellenter Schauspieler. Wow. Eine Präsenz und eine Tiefe und eine Feinheit im Spiel. Wenn du da mit den Leuten arbeiten kannst, das ist wie, sage ich mal, ein Sportler, der jetzt plötzlich irgendwie mit der Nationalmannschaft trainieren darf und spielen darf, nicht nur trainieren, spielen darf, der kriegt natürlich dann auch ganz andere Skills, ja, wenn du die Möglichkeit hast. Und genau, also das war einfach diese wahnsinnige Fächer von großartigen Kollegen. Ja, und dann war zum Beispiel, also auch, das habe ich auch so noch nie damals erlebt, noch nie wieder erlebt bisher. Da kam der Drehbuchautor, der Chris McQuarrie, der ja dann auch später einen Oscar gewonnen hat, der hat eine Rede gehalten am ersten Drehtag, hat eine Rede gehalten vor der versammelten Mannschaft, vor den versammelten Schauspielern und hat gesagt, ja, wir wollen einen schönen Film machen, das ist das Allerwichtigste. Und wir haben keine Begrenzung der Drehtage. Ah, okay. Hallo? Ah, Wir haben Wahnsinn. keine Begrenzung des Materials. Wir wollen einfach einen schönen Film machen. Ah, das ist echt, das hört Einfach. man nicht so oft, gell? Das ist eine Geldfrage, ist doch logisch. Das Ja, glaubst du, was klar. ein Drehtag kostet, ja? Sagt, ja, dann dauert es halt mal 10 Tage länger. Wahnsinn. Dann Okay. kostet es mal noch 10 Millionen mehr. Ja, so. Hatte das auch was mit Tom Cruise zu tun, Ja, natürlich. der Ja, unbedingt natürlich. da was richtig Ja, Tolles machen wollte? natürlich. Ja, Ja, natürlich. Ja, klar. okay. Ja, der hat ja das ganze Geld mitgebracht. Hm. Steht in dem Bereich steht und fällt ja auch alles mit Geld, mit viel Geld auch. Und wer das bezahlt, der bestimmt natürlich auch die Musik. Das ist ja klar. Ja, dieser McQuarrie, das ist der auch mit jetzt diese Mission Impossible Dinger macht mit Tom Genau. Cruise, gell, als Regisseur, aber ja, Genau. genau. Und sag mal, wenn man jetzt an so einem Set ist, wie jetzt bei Operation Valkyrie, du bist da, bist in deinem Kostüm. Ja. Bist du angespannt oder warst du dann, wie deine Szene geht los, ist das für dich eher was Lockeres, weil du auch sagst, es ist so Da wie, war ich wirklich angespannt. da warst du wirklich angespannt. Obwohl ich schon viel gedreht hatte und weil einfach die Dichte an Material, an Schauspielern, an Kollegen, die war so hoch, ja. Da hat der Fünfte von links war schon mal für ein Emmy nominiert, ja. Da darfst du dir keinen Fehler erlauben. Ja, klar. Da Alles bist klar. du aber sowas von unter Strom, ja. Ja, okay. Und nee, da war ich sehr angespannt. Doch, doch, ja. Auch sehr versucht, wirklich mein Allerbestes zu geben. Und ja, Und klar. denkst du dann sozusagen, wenn du dann, du stehst dann, spielst dann mit Tom Cruise, stehst vor Tom Cruise, denkst du dann so,
oh, ich spiele, also in so einem Moment vielleicht, ich spiele jetzt mit Tom Cruise, oder denkst du, blendest du das komplett aus? Nee, also beim Spiel, das darf dich nicht interessieren. Ja. Es geht ja, also sobald die Kamera, sobald es rolling ist, das darf dich auf gar keinen Fall interessieren, ja. Aber du musst dich ja vorher darauf vorbereiten. Es geht ja nicht um den Namen Tom Cruise oder um den Namen Kenneth Branagh, sondern es geht Ja. darum, für was die Leute stehen, also wer sie sind, was sie Okay. machen. So. Und ich sage jetzt mal, wenn du jetzt vor einem Mercedes stehst, dann als Fachmann, dann bewunderst du nicht den Stern, sondern du bist mal interessiert, wenn die Maschine läuft. Ja, klar. Und dann siehst du, shit, da ist ein Achtzylinder am Start. Ja, Vorsicht. Naja, es ist auch, ich meine auch nicht Darf damit nicht auf den sozusagen, Stern gucken, ja? du bist ja auch ein bekannter Schauspieler. Ich meine ja nicht, ich will dich damit ja nicht unter den Scheffel stellen, weißt du, so, dass ich sage dann so, sondern aber ich denke so, dieser Moment, vielleicht hat den ja jeder mal oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Es ist ja auch immer unterschiedlich. Manche Leute sind ja auch eher so ein bisschen, ich auch Schauspieler, glaube ich, manchmal vielleicht, auch Fans, und manche halt sind eher, sehen sich auf, die sehen sich ja also als Kollegen halt, und das meine ich halt so, weißt du, es Ich ist ja bin auch, immer Kollege. ja. Ich bin nicht Fan. Ja, Das ist das, ja, das Kollege. denke ich mir. Das Nee, ist nee, auch, nee, nee. glaube ich, Das ist nicht der Kenneth. ganz Auch bei wichtig. Tom Cruise oder so, das sind Kollegen. Das sind alles, auch Kenneth Branagh, sind alles Kollegen. Ja, Natürlich. klar. Wenn das anders wäre, könnte ich doch gar nicht mit dem, könnten doch gar nichts mit mir anfangen. Ja, das stimmt. Ich habe nur wirklich gedacht, so mal so eine Sekunde, weißt du, so eine Sekunde, wo man so denkt, so, hups, ich stehe gerade vor Nein, so. aber es ist natürlich die Ja. Wucht der Produktion und die Wucht des, aber. Da muss ich jetzt auch, Tom Cruise fand also ganz toll, wie er das gemacht hat. Es gibt, es war auch, glaube ich, war es die erste Szene oder relativ eine meiner ersten Szenen war das gewesen. Da gehe ich so einen Gang entlang und hinter mir die ganze Mannschaft. Tom Cruise, Kenneth Branagh, Ken Granham und wie sie alle heißen. Boom. So. Aber ich führe die Mannschaft an. So. Und also die Kamera fährt vor dir her, ja, da wird geprobt, ja, und da gibt es auch noch Text irgendwie, ich rede nach hinten irgendwas und dann sagt Tom Cruise irgendwas, also hinter mir über meine Schulter hinweg, also ich führe die Szene. Das heißt, ich muss diese ganze Mannschaft anführen, ja. Holy shit, so. Und jetzt, also jetzt gar nicht mal so vom Spiel her, sondern also einfach, du musst ja auch so viele Dinge achten. Es geht ja nicht ums Spiel, es geht um die Kamerafahrt zum Beispiel. Hast du die richtige Geschwindigkeit wie die Kamera und so weiter? Und du musst ja auf tausend Sachen achten. Ja, wo ist das Licht und so weiter? Und so. Und da meinte ich so, haben wir geprobt, da meinte ich so zu Tom Cruise hinter mir, weil er war ja mehr oder weniger auch der Chef so, ich spreche nicht den Kameramann an, weil ich sehe das ja auch nicht hinter mir, wie schnell die sind, ob ich denn zu schnell wäre, ob ich zu schnell gehen würde oder ob ich zu langsam gehen würde, ob das für sie okay wäre. Und da meinte er, guckt er mich an und sagt ganz trocken irgendwie, no, you're leading, we just follow. Oder war danach war ich total tiefenentspannt. Okay, Das hat super. mir unglaublich viel Druck genommen. Ja, klar, Logo. Ja, also es war eine tolle, tolle Geste auch irgendwie. No, no, no. You lead, we just follow. Sagt Tom Cruise zu dir. Da bist du Ja, da. halt alle voll drin auch, muss man sagen, alle voll im Spiel, ja, sozusagen. Ja, also die folgen mir. Ja, Ja, ich gebe die ja, Show jetzt vor. ja. Ja, So. eben, ja, eben. Und das ist das Beste im Grunde, was man ja dann in dem Moment eigentlich hören kann, weil Genau, das und dir dann bist du tiefenentspannt, dann bist du, ist er drin von absolut, dir weg, und dann bist du absolut. frei, dann kannst du von der Leber weg und dann war das auch alles ganz easy. Ja. Dann hast du gesagt, Alex Cross, das ist auch wieder von Rob Cohen, das ist diese Alex Genau. Cross-Reihe, da gab es schon mal zwei Teile vorher mit Morgan Freeman, und dann gab es den dritten mit Tyler Perry, glaube ich, gell? In der Den meine Hauptrolle. ich, da habe ich ja mitgespielt mit Tyler Perry. Genau, und da hast du mitgespielt, das war 2012 war das. Und das war so ein bisschen dann wegen Rob Cohen auch wieder, was du Ja, mich Rob fragst? Cohen hat mich da reingebracht. Der wollte mich haben dafür. Der hat sogar die Rolle für mich geschrieben. Ah, okay, cool. Weil das war ein deutscher Businessman, also die Rolle war ein deutscher Businessman und den hättest du auch auf Engländer oder Franzosen oder sonst was schreiben können. Und er hat es extra auf mich, auf einen deutschen Businessman geschrieben, der irgendwelche schmutzigen Geschäfte macht und mit Bitcoins oder was auch immer, was das damals war, irgendwelche Aktiengeschäfte oder irgendwas und da in dunkle Geschäfte verwickelt ist. Und der hat die Rolle für mich geschrieben, ja. Okay, Wahnsinn, super. Ja. Jetzt hast du, also zwei kleine Sachen habe ich noch, dann sind wir fertig. Ich könnte noch ewig mit dir reden. Und zwar einmal das aktu, also das eins der aktuellsten Sachen, was ich jetzt gefunden habe, war Medieval. Genau. Teuerste tschechische Produktion habe ich gelesen, die Ja. bisher irgendwie 23 Millionen Euro. Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger und du. Ja, ein über echt irgendeine
tschechische, so ein Freiheitskämpfer oder irgendwas? Das habe Genau, ich jetzt nicht mehr. Genau, Ja, genau. Hussitenkriege, Jan Hus, genau, Jan Žižka, Genau. Žižka hieß der, ja. Das hast du sozusagen gerade eigentlich, also Da schon ein bisschen ist her. jetzt gerade in den Kinos in Amerika und Ist gerade in den Kinos in die Amerika, Tage okay. kommen auf Amazon raus, Amazon Prime. Und gibt es bist du jetzt an was Großem dran oder gibt es irgendwas, was du jetzt gerade drehst? Oder bist du musst ja gar nicht sagen, was, aber bist du gerade in Dreharbeiten drin sozusagen? Ja, im Was, Moment bin ich gerade nicht in Dreharbeiten. also jetzt gerade natürlich nicht, wo wir hier Ich habe reden, jetzt aber ich alles meine jetzt, ja. gemacht. Also im Grunde bist du jetzt ja doch in Dreharbeiten mit mir, ja, kann man sagen. Und dann bist du im Fernsehen auch, Blutige Anfänger heißt das, gell? Da bist du, Genau. das ist im ZDF, eine Serie. Ja. Habe ich mir das Intro angeguckt. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein bisschen Polizeischule ist das, gell? So 21 Jump Ja, Street. Polizeischule, Halle. Ja. Da gab es jetzt 4 Staffeln. Ja, genau. Und ich darf das jetzt auch verraten, also ich bin jetzt ausgestiegen aus der Geschichte. Ah, okay. Ausgestiegen. Und dann muss ich noch fragen, jetzt habe ich nämlich irgendwo habe ich es gesehen auf der Instagram-Seite oder so, 2018, die Headline Taschendieb in Berlin gestellt. Da muss ich dich nochmal drauf. Da muss ich dich drauf ansprechen. Aber du hast einen Taschendieb, aber einen echten diesmal. Ja, Es einen war kein echten, Film. Ja. echten, ja. Dem bist du nachgefahren, oder was? Naja, das war so, ich war auf dem Weg zum Sportstudio mal wieder, hatte meine Sportsachen dabei und war so übrigens auch zum Boxen war ich gerade unterwegs. Ja. Und Trifft sich gut, ja. genau, und da bin ich am Oliverplatz gewesen und da kommt aus einer Boutique, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, kommt so ein Typ rausgeschossen mit einer Handtasche und eine Frau hinterher, Hilfe, Hilfe, meine Handtasche, Hilfe, Hilfe, meine Hand, der hinterher. Und da dachte ich, na, dann fahren wir doch mal hinterher. Und da bin ich dem hinterhergefahren, hast du ja schnell mit dem Fahrrad so einen Typen. Und dann habe ich so gesagt, na komm Junge, lass die Tasche fallen. Dir passiert auch nichts, aber lass sie einfach fallen. Ja, ansonsten hast du ein Problem. Und so ging das über 2, 3 Straßenzüge. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht angegriffen, weil wegen einer, aber ich habe ihn eingeschüchtert, ja, weil wegen einer Hand, wegen was Materielles irgendwie. Da jemanden aufs Maul zu hauen, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Da ist halt irgendwie ein Portemonnaie weg, ja. Aber ich hatte noch so überlegt, stelle ich ihm ein Bein, mache ich irgendwas. Also ich war ja an ihm dran, der konnte mir sowieso nicht entkommen, ja. Irgendwann wären die Puste ausgegangen und er hätte die Tasche weggeworfen. So, das war so meine Überlegung. Und das haben natürlich Leute mitbekommen. Das ging ja über ein paar Minuten, 3, 4, 5 Minuten irgendwie. Ja. Und plötzlich aus dem Nichts heraus kommt ein Typ an, in Zivil, also ganz normal angezogen, und haut den so, Typen so um, ja, so richtig wie so im Footballspiel, so, und das war ein Zivilpolizist. Okay. Das in Berlin gibt es wohl viele Zivilpolizisten, die laufen hier rum, das kriegen wir gar nicht mit. Und der hat die Situation per Funk oder irgendwie mitbekommen und ja, und den haben sie dann. Und du bist sozusagen dadurch in die Zeitung gekommen, Genau, ja. ne? Das heißt, du hättest es aber sonst hättest du es noch eine Weile gemacht und geguckt, was Ich passiert, hätte es oder? einfach, ich hätte es ja ohne Ende durchhalten können. Der konnte mir auch gar nicht entkommen, das war ja ausgeschlossen. Aber du Ja. hattest keine Angst. Ach was? Ach was. Natürlich nicht. Also ich sage auch mal so, wenn er mich angegriffen hätte, dann hätte ich natürlich eine gute Ausrede gehabt, ihm. Ja gut, du hast ja wie gesagt Boxen und so weiter. Ich habe auch ein Video gesehen, wo du Aber dass ich aktiv jetzt auf jemanden bist ja. wegen einer Portemonnaie oder so, das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemacht. Aber was hast du wie klassisches Boxen oder Kickboxen oder was hast du gemacht? Alles, beides. Alles, okay. Ja, Also ich habe ich wusste es ursprünglich. gar nicht. Ich habe hier meine Rocky-Tasse. Ich wusste gar nicht, dass du Also ich hab angefangen als 13-Jähriger bei der TG Worms mit Boxen. Habe das leistungsmäßig gemacht bis zu 17, 18, bis es quasi in den sogenannten Seniorenbereich ging. Dann wäre es Richtung Bundesliga-Staffel gegangen. Das war damals die Nationalmannschaft, wie gesagt, die Ja. Gerteltiger und wie die alle hießen. Ich habe aber dann aufgehört. Also, das war mir dann einfach, du hast als Jugendlicher schon, das war wirklich ein sehr hohes Niveau. Du kommst nach Hause vom Sparring, hast so eine Birne. Ja, und guckst Fernsehen, weiß gar nicht, was du da guckst. Also, es war einfach brutal hart. Okay. Und habe dann aber, habe ich ein paar Jahre keinen Kampfsport gemacht, so bis 3, 24 ungefähr. Und habe dann aber wieder aus dem reinen Boxen heraus
mir ganz viel reingetan. Ich habe danach dann, also aber ohne diesen Anspruch, ein Wettkämpfer zu sein. Also ich habe Jugendkämpfe gemacht, aber keine Seniorenkämpfe. Und dann habe ich eben noch weiterhin Boxen gemacht. Ich habe sehr viel Sparring gemacht, auch mit sehr, sehr guten Leuten, teilweise mit deutschen Meistern oder ja, okay. Europameistern, WM-Teilnehmern, Olympiateilnehmer. Die waren natürlich besser als ich, aber ich habe mich den Leuten gestellt. Dann habe ich Kickboxen ein paar Jahre gemacht, auch mit viel Sparring, also nicht nur so ein bisschen gegen Sandsack hauen, sondern richtig mit Kampf auch. Habe dann noch ein paar andere Sachen gemacht, ATK, Antiterrorkampf und so Geschichten halt. Also so einen Rundumschlag im Kampfsport habe ich mir dann ein paar Jahre gegeben. Ja gut, jetzt verstehe ich natürlich auch, dass du dann keine Probleme hast, jemanden danach zu fahren, weil du in etwa weißt, was du dann zu tun hättest, wenn es zum Äußersten... Ja, das wäre jetzt kein Problem. Es ist eher das Problem, muss ich dir ehrlich sagen, ich vermeide es auch, in Auseinandersetzungen zu kommen. Ja, na klar. Weil du kannst es teilweise auch nicht so wirklich kontrollieren. Ich hatte auch schon eine Situation, wo du dann versuchst, mit halbem gebremsten Schaum zu arbeiten, dann verletzt du dich nur selbst noch. Das heißt, also wenn du in eine schwierige Situation kommst, dann musst du halt wirklich Vollgas geben. Da ich weiß, was passieren kann, ich will jetzt auch nicht irgendwie dann wegen Körperverletzung irgendwie. Ja, klar. Mir hätte ja, ich weiß auch nicht. Es gibt Leute, denen siehst du das gar nicht an, wenn du dem eine Bombe gibst, selbst wenn der kräftig aussieht. Was da alles für Folgeschäden, was da passieren kann. Also in sowas bringe ich mich nicht rein. Ich selbst mache um Gottes Willen nichts. Nee. Ich kenne ja auch die, was ich zu verteidigen habe. Ich kenne ja die ganzen Filme auch von dir, wenn du mir hinterher wärst auf dem Fahrrad, ich würde sofort die... ja, der hat auch überlegt, das habe ich gesehen. Er hat schwer mit sich gekämpft. Sofort. So, also ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende, lieber Werner. Es war... ganz toll, mit dir zu sprechen und so einen kurzen Einblick mal zu bekommen in deine Welt, in dein Leben und so weiter. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Hat großen Freude gemacht, ja. Wunderbar. Dann sage ich erstmal, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Ja. Ich hoffe, wir hören noch viel von dir. Ja. Auch wie wir jetzt gesagt haben, es geht auch raus hier an die Öffentlich-Rechtlichen und dann mehr im Fernsehen, noch mehr als Talkshow-Gast. Ja, ich will aber auch wieder, ich möchte jetzt auch, mein Ziel ist es jetzt auch wieder international wieder zu arbeiten. Okay. Nee, ich meinte aber auch als Gast, also nicht nur als Schauspieler, sondern ich will dich auch in der Talkshow mal sehen und so. Das würde Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, nee, aber ja, sonst klar. Alles klar. Bleib noch kurz dran, aber ganz offiziell, vielleicht bis zum nächsten Mal und mach's gut. Alles klar, Maria. Ciao. Tschüss.